Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören den Predigttext aus dem Evangelium nach Lukas, die Verse 50 bis 53. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Herr, segne uns, wenn wir dein Wort hören. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, was bedeutet das Himmelfahrtsfest? Was bedeutet es dir? Du hast eingeschaltet, das heißt, es bedeutet dir etwas. Aber was? Vielleicht ist es nur Tradition, man feiert eben dieses christliche Fest, was auf dem Kalender ist. Aber was, der Tag selber, was bedeutet er? Als es abgeschafft wurde, dass Himmelfahrt ein öffentlicher Feiertag ist, gab es recht wenig Klage unter Christen, außer vielleicht bei den Reformierten. Und die Gottesdienstteilnahme, wenigstens in dieser Gemeinde, war Himmelfahrt nie sehr groß. Was ist wichtig für unseren Glauben, wenn wir bekennen im Glaubensbekenntnis, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes? Ich hatte immer ein sehr gespaltenes Verhältnis zur Himmelfahrt, wusste nie so ganz warum, bis zu einer Erfahrung in meinem Jahr in Brasilien. Viele wissen, ich war im Austausch als Studentin in Brasilien und habe dort Heiko Jakubait kennengelernt. Es war ein sehr wichtiges und schönes Jahr für mich und ich habe Brasilien sehr ins Herz geschlossen. Deswegen gucke ich jetzt ziemlich angst- und sorgenerfüllt auf ihre Ziffern. Seit Anfang der Corona-Krise beobachte ich sie, denn sie sind ein Land, das sich vergleichen lässt mit Südafrika. Sie haben aber einen Präsidenten, der die Krise nicht ernst genommen hat. Und die Zahlen steigen unaufhörlich. Brasilien liegt jetzt an dritter Stelle mit über 250.000 Fällen. Und sie haben nur halb so viel getestet wie wir. Bald haben sie keine Betten mehr und es kann nur noch schlimmer werden. Vor meinem Jahr, wo ich nach Brasilien ging, sagte mir ein Dozent: Schau dir Brasilien gut an. Das ist die Zukunft Südafrikas. Bis heute weiß ich nicht, ob das optimistisch oder pessimistisch war. Da war sehr viel Gutes, viel Integration, Zusammengehörigkeit, aber auch viel Armut, die in Brasilien sehr viel mehr ins Auge fällt, sehr viel weniger versteckt ist, als sie in Südafrika damals war. Ich war 5 Wochen in Rio de Janeiro für einen Sprachkurs in Portugiesisch. Morgens habe ich Kurs gehabt und am Nachmittag hatte ich immer Zeit, die Stadt etwas zu erkunden. Ich war natürlich bei den Touristenattraktionen, Copacabana Strand und dem Zuckerhut. Und in vielen wohlhabenden Vierteln sieht man das Elend direkt gegenüber. Ich war auch in Favelas. Ich hatte einen Kontakt zu einer Gemeinschaft von katholischen Schwestern in einem der großen Favelas in Rio. Landschaftlich hinreißend, schreiende Armut und in der Mitte von allem der große Berg Corcovado mit dem segnenden Christus, mit der Statue drauf, die berühmt ist. Ein strenger Christus, aber irgendwie gütig und er segnet die Stadt. Fast überall in Rio kann man diesen Christus sehen, von verschiedenen Richtungen aus. Es war für mich sehr tröstlich, aber hat mich auch nachdenklich gestimmt. Was heißt denn dieser Segen für diese Stadt?
wanderte ich an der Strandpromenade entlang. Die Sonne war schon am Sinken. Der Corcovado war in Wolken, aber die Christusstatue war gerade noch sichtbar. Und dann wurde sie angestrahlt von der untergehenden Sonne. Die Wolken ringsum wurden ganz rosa, fast so rosa wie die Blüten heute Morgen in meinem Willkommensgruß. Plötzlich war der ganze Christus klar zu sehen, wie stehend auf Wolken. Ich wünschte mir eine Kamera mit starkem Zoom. Das wäre ein interessantes Himmelfahrtsbild geworden. Ich dachte aber auch damals schon, ich würde es wahrscheinlich nie verwenden. Es wäre mir viel zu kitschig mit diesen rosa Wölkchen. Was heißt denn das? Jesus wird emporgehoben von rosa Wölkchen. Das Bild, das ich im Internet gefunden habe, ist wenigstens golden und nicht rosa. Das passte für mich ein bisschen besser. Aber als ich diesen Christus da auf den Wolken so sah und dachte, wenn jetzt das ein Himmelfahrtsbild wäre, merkte ich plötzlich, das stimmt mich traurig. Ich möchte nicht, dass dieser Christus auffährt in den Himmel und die Stadt alleine zurücklässt. Ich will, dass er unten bleibt, weiterhin die Stadt segnet. Er soll zeigen, dass er da ist. Rio ohne sichtbaren Christus. Theologen würden natürlich schnell sagen, Himmelfahrt heißt nicht die Abwesenheit von Christus, sondern dass er jetzt über die ganze Erde herrschen kann, dass er überall sein kann. Nicht nur in Rio, nicht nur wie damals in Jerusalem. Aber in dem Moment empfand ich Himmelfahrt als Abschied und gewisserweise ist es das auch. Es ist eine seltsame Zwischenzeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Wenn der Geist kommt, ja, dann ist Jesus wieder da. Hier unter uns oder in uns. Aber zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, das ist doch irgendwo eine Wartezeit. Da ist ein Gefühl von Abschied vom sichtbaren, erfassbaren Christus. Und vielleicht müssen wir manchmal einfach aushalten, so wie in dieser Zeit auch. Auch wenn wir Christus nicht spüren, wenn wir denken vielleicht, er hat sich abgesetzt, wir warten auf sein Kommen. Wenn Jesus in Rio oder in Jerusalem seine Weltherrschaft angetreten hätte, dann hätte das bestimmt auf Erden wieder neue Rivalitäten hervorgerufen. Wäre es in Rio, würden sich die Argentinier ärgern und natürlich die Amerikaner. Die Menschen auf Erden missbrauchen die Herrschaft. Vielleicht musste er deswegen eine Stufe abgehoben sein, ehe er auf den Thron stieg. Aber eine der Schwierigkeiten, die ich habe mit dem Reden von Himmelfahrt, sind unsere Hierarchien in der Sprache. Wir reden von denen da oben und denen da unten. Die Oberen sind immer die Mächtigen, die Reichen, die Erfolgreichen, die ihren Einfluss geltend machen können. Die da unten, die armen, gescheiterten Existenzen, die Menschen leben, die nicht wertvoll sind für die Wirtschaft, dessen Leben niedergedrückt ist. Wenn Jesus aufsteigt nach oben, heißt das, er identifiziert sich mit den Mächtigen. Viele Menschen haben diesen König Christus immer wieder missbraucht für ihre eigenen Machtansprüche. Und Christentum ist leider eine Machtreligion geworden in den Jahrhunderten nach Konstantin. Aber das ist absolut nicht, was der Evangelist Lukas meint. Lukas hat immer wieder gezeigt in seinem Evangelium und in der Apostelgeschichte, dass Jesus zu den Ausgestoßenen gegangen ist und die in seinem Namen handeln, auch nach außen gehen. Immer wieder zu den Außenseitern, nach außen hin. Nicht seine eigene Macht aufbauen und missbrauchen.
und oft gerade zu denen die Jünger selber nicht gerne gegangen wären. Christus ist erhöht, weil er zuerst erniedrigt wurde. Paulus sagt das auch. Der Weg nach unten ist der Weg nach oben. Man muss bereit sein, nach unten zu gehen, bereit sein, sich selber aufzugeben, um erhöht zu werden. In dieser Krise bin ich ziemlich überzeugt, dass die Länder, die am meisten tun, die Gefährdetsten zu schützen, dass die am Ende auch wirtschaftlich am besten dastehen werden. Mein Herz blutet für Brasilien und alle Länder, die es viel schwerer haben als wir. Aber auch bei uns wird es noch schwerer werden. Es wird noch viel Leid, viel Tod und auch Hunger und Armut geben. Hat Jesus die Welt verlassen? Manchmal fühlt es sich so an. Aber wir glauben, Christus ist Herr über alles, Herrscher über Weltall, über die ganze Welt und alle Nationen. Er hat Macht über Krankheit, über Tod. Jetzt ist eine Wartezeit. Wir fühlen die Abwesenheit. Aber wir können immer wieder schauen in diesen blauen Himmel, der nicht immer wolkenlos ist und der die ganze Erde umspannt, und wissen, genauso sind wir in der Hand dieses Gottes geborgen. Er ist nicht ein Herrscher, der weit da oben abgehoben ist, diktatorisch und distant, aber ein Herr, der uns zeigt, wie es durch Leiden in die Herrlichkeit geht. Wir brauchen den Blick auf dieses große, herrliche, allumspannende, das unsere Schwierigkeiten kleiner machen kann. Das wünsche ich für uns und auch die Menschen in Brasilien und überall in der Welt, dass sie eine Vision behalten für die Herrlichkeit an der anderen Seite des Todes, für den Himmel, der alles umspannt, wenn es hier schwierig wird. Aber ich wünsche uns auch den Blick auf das Kleine, auf das, was da unten ist, auf die Menschen um uns, die es vielleicht noch schwerer haben als wir, wo wir vielleicht die Not etwas hindern können, ein Ohr haben für das, was sie uns erzählen. Wir können die Liebe und die Hoffnung teilen. Die Zukunft liegt nicht in unserer Hand, sondern in der Hand Gottes, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ihn erhöht hat. Die Zukunft liegt nicht in unserer Hand, sondern in der Hand Gottes. Gott hat Jesus von den Toten erweckt und ihn erhöht. Er wird auch uns durch Leiden und Tod ins Leben führen und ist jetzt mit uns, wo wir sind, in unseren Häusern und in unserer Arbeit, und lässt uns nicht allein. Der Himmel, das ist da, wo Gott ist. Gott ist überall und auch genau hier, wo wir sind, wo ich bin. Das dürfen wir glauben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.